Hallo und wieder einmal herzlich willkommen bei Grenzenlos Leben. Heute zum Thema Auswandern 2024, Geld retten 2024. Was kann ich tun? Ja, was kann ich tun? Ich bekomme seit 2 Monaten ungefähr immer mehr Zuschriften. Ich bekomme Fragen gestellt, Fragen über Fragen. Und deswegen kann ich dir sagen, du kannst dich hier drunter für all die Antworten anmelden. Hier drunter habe ich auch mal 33 Fragen verlinkt, die ich gestellt bekomme. 33 Fragen, die die häufigsten Fragen sind in diesen besonderen Zeiten. Wie sicher ist meine Existenz in diesen besonderen Zeiten? Wie sicher ist es in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu leben? Wie sicher ist es in Europa zu leben? Macht Auswandern innerhalb Europas überhaupt noch Sinn? Wohin kann ich auswandern? Wie erhalte ich legalen Daueraufenthalt oder einen zweiten Pass? Ich habe nicht viel. Kann ich flüchten und Asyl beantragen? Wie viel Geld benötige ich beim Auswandern? Kann ich als Rentner auswandern? Was, wenn die Rente nicht mehr kommt? Meine Kinder weigern sich. Was tun? Ich muss mich um Angehörige kümmern. Oder kann ich die mitnehmen? Wie bringe ich mein Geld und mein Vermögen ins Ausland? Wann bricht der Euro zusammen? Wann bricht der US-Dollar zusammen? Ist mein Geld sicher auf der Bank? Droht mir Enteignung? Was ist mit Lebensversicherungen? Sollte ich Kredite oder Hypotheken haben? Kommt ein Lastenausgleich wieder? Und wenn ja, was ist das? Der Staat weiß doch ohnehin alles, oder? Die Kontrolle und Überwachung wird immer schlimmer. Wie schütze ich mich? Was passiert mit Bargeld, wenn ein Crash kommt? Ist es sinnvoll, Edelmetalle zu besitzen? Ich höre immer wieder Krypto. Mir ist das unheimlich. Ist Krypto seriös? Was muss ich bei Krypto beachten? Ich habe eine Firma. Komme ich noch weg? Ich will nicht weg. Ich verteidige mich. Echt? Was tun bei einem Blackout? Was tun, wenn das Internet und Mobilfunk nicht mehr ist? Was ist, wenn die Supermärkte leer sind? Ich höre und lese so viel Widersprüchliches. Wie finde ich das Richtige? Meine Familie sagt, ich spinne mit meinen Sorgen. Spinne ich? Das sind nur 33 Fragen aus vielen hundert Fragen, die mir in den letzten 2 Monaten gestellt wurden. Und deswegen kannst du am 9. August um 19 Uhr die Beantwortung dieser Fragen erleben und du kannst selber Fragen stellen, so viel wie du willst. Du kannst die Fragen auch vorab einreichen. Melde dich dafür hier drunter an oder auf dem eingeblendeten Link. Und das Gute ist, wenn du dich für ein Abonnement auf Grenzenlos Leben entscheidest, was auch verlinkt ist, dann sparst du auch noch 25 Euro. Ansonsten investiere 50 Euro, um diese 33 Fragen und alle Fragen, die du hast, beantwortet zu bekommen. Ich freue mich auf dich. Dein Klaus.